Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir werden hier einige umfassende Änderungen vornehmen, da ich mich jetzt zwischen dem letzten und diesem Let's Play, also Folge, ein bisschen informiert habe und mir ein paar Sachen aufgefallen sind, die ich nicht ganz so optimal gemacht habe, gehen wir das jetzt erstmal Schritt für Schritt durch. Also zum einen haben wir viel zu viele Türen, insbesondere jetzt Türen, die auch Strom verbrauchen. Das passt auch ganz gut zu unserer aktuellen Stromproblematik. Selbst wenn der zweite Geothermie-Generator fertig gebaut ist, kommen wir über kurz oder lang doch wieder an Probleme, weil der Energiebedarf einfach steigen wird. Und wir müssen dann eben halt bei solchen Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten wie den Türen, anfangen. Und die Schlafräume, hatten wir ja schon festgestellt, sind zwar inzwischen vergrößert, aber immer noch nicht groß genug, dass sich die Leute nicht beengt fühlen. Und die optimale Größe für einen Schlafraum, oder eigentlich ist das ja nicht nur ein Schlafraum, das ist ja sowas wie ein Quartier für die, ne? Da machen die auch Freizeitaktivität, beten, meditieren, was auch immer, ist 5x6. Und wir haben hier gerade mal 5x3. Also noch deutlich mehr Platz nötig. Wir werden den Bereich hier jetzt erschließen und ich fange einfach mal grob an. Also einen zweiten Batterieraum möchte ich auch bauen. Will ich auch kurz erklären, warum. Wir haben ja in einer der letzten Folgen gesehen, was passiert, wenn man einen dieser Kurzschlüsse hat. Dann geht nämlich die komplette in dem Batteriekreislauf gespeicherte Energie flöten. Und es kommt dann auch noch zu einem kleinen Brand oder Kurzschluss auf jeden Fall, der zu einem Brand führen kann. Also, zweiter Batterieraum, damit, wenn in einem die Energie komplett leer sein sollte durch so einen Unglücksfall, wir einen zweiten haben, der Energie gespeichert hat. Ja, jetzt merkt man es wieder, Energie zu wenig. Wir können mal eben schauen, der zweite Generator müsste ja fertig sein. Ne, der ist noch nicht fertig. Der ist jetzt aber gleich fertig, also der Stahl ist schon fast komplett angeliefert. Dann dauert es auch nicht mehr lange, ja. Da müssen hier die Kabel noch teilweise gebaut werden. Okay, also, fangen wir jetzt Schritt für Schritt an. Zunächst die Quartiere. Es gibt so ein ganz tolles Layout, wie man mehrere Quartiere mit einer Tür machen kann. Und das würde ich jetzt gerne machen. So, ich pausiere das Spiel. Zweiten Batterieraum hatte ich dann vorgesehen, eins von den alten Quartieren dann. Ja, sobald wir die neuen, größeren Quartiere fertig haben, weil das passt von der Größe. So. Jetzt aber mal Tacheles. Ich nehme mal das Planungstool kurz. So, 5x6 brauchen wir. 5x6. Das ist die Quartiergröße, die wir wollen. Fünf mal sechs. Nee, Blödsinn. Fünf mal sechs. So soll das Ganze dann aussehen. Verbunden wird das Ganze über einen Flur. Zwei breit. Und die eine Tür, über die dann diese drei Räume geöffnet oder geschlossen sind, kommt genau hier an diese Stelle. So sparen wir uns dann die drei Türen für drei Quartiere. Ne, wir brauchen nur noch eine. Analog auf der anderen Seite das gleiche. Fünf mal sechs. Fünf mal sechs.
5×6. So. Und das Ganze natürlich hier weiter nach links und den vorhandenen Raum so gut es geht nutzen. Das heißt also, dieser Flur ist dann eigentlich überflüssig. Fünf mal sechs. Machen wir das so? Ich denke schon. Fünf mal sechs. Ja, wir könnten eigentlich noch weiter nach links. Also meine Überlegung ist jetzt, ob wir diesen Flur dann einfach aufgeben, wenn wir den nicht mehr nutzen. Ich glaube, das machen wir auch. Das heißt, ja gut, wir kommen hier unten sonst aber raus. Einen nach oben können wir auch nicht mehr. Wir machen das so. 5×6. Nee, es ist genau einen zu wenig. Okay, stümpern wir noch ein bisschen mehr rum hier. Das habe ich jetzt gesagt, so. 5×6. Schon wieder falsch gemacht. So. 5×6, so ist es genau richtig. Dann haben wir da die Wand. Machen wir aber so. Ist in Ordnung. So, Flur. 2. Und dann zu der Seite das Ganze nochmal. Fünf mal sechs. Fünf mal sechs. Und 5×6. Okay, so soll das Ganze aussehen. Fangen wir an mit dem Befehl. Flur reicht erstmal bis hier. So. Die Wand muss weg. Machen wir erstmal so, die andere Seite später und los geht's. Muss natürlich jetzt auch gerade passend Nacht sein. Ja, wir reißen auch ein paar Türen schon ab, wie gesagt. Da müssen wir eh sparen. Wir brauchen keine Tür für den Batterieraum. Hier brauchen wir keine Tür. Hier müssen natürlich Türen sein, weil sonst die Kühle entweicht. Aber die Türen brauchen wir nicht. Und die einzigen Türen, die letztlich wirklich relevant sind, sind die zum Eingang des Komplexes und die für die einzelnen Quartiere. So, ja, wir haben eine Kältewelle. Eine ungewöhnliche Kältewelle hat begonnen. Achte auf Erfrierungen und Ernteausfälle. Das wollen wir nicht hoffen, dass wir Ernteausfälle haben. Ja, hier wird auch gerade noch Mais geerntet. Ich glaube, wir haben, also nahrungstechnisch sind wir gut aufgestellt.
Wir haben jetzt Oktober. Ich sag mal, da kommen wir klar mit. Da haben wir auch ein paar Heizungen stehen. Ja, das geht schön schnell. Ist der Tag schon wieder rum. Da oben, das brechen wir ab. Das werden wir so in der Form nicht mehr fertigstellen. Oh, wir haben den Absturz einer Rettungskapsel registriert. Und da liegt jemand. Weltraumflüchtling, weiblich bewusstlos, Red. Nix dabei. Oh, so Durchschnitt. Gute soziale Fähigkeiten. Das können wir zum Handeln prima nutzen. Und ansonsten... Ja, Handwerk kann sie auch. Also retten tun wir sie eh. Wir lassen da ja niemanden liegen. Geben wir einfach mal Chung den Auftrag, hier Red zu retten. Geht jetzt eh hell. Die liegt ja direkt nebenan. Dann soll sich Curry, unsere Ärztin, direkt mal drum kümmern. Die steht schon wieder auf. Was hat sie denn überhaupt? Blutverlust trivial. Ein Stich am Oberkörper, ein Stoß am linken Bein und ein Schnitt an der linken Hand. Schlecht verbunden alles. Naja. Ja, wir haben inzwischen auch das Xerigium geerntet und haben schon 12 Kräutermedizin im Vorrat. Unsere sonstigen medizinischen Vorräte sind nämlich, wie es aussieht, aufgebraucht. Da wurde es also auch allerhöchste Zeit für. Ja, außen ist es minus 12 Grad, ja, aber wir haben es innen muckelige 21 Grad dank der ganzen Heizkörper. Also besser kann es gar nicht laufen. Red geht trotzdem mal ohne Klamotten nach draußen. Naja. Wenn sie meint. Wir machen hier auf jeden Fall die Höhle gleich wieder zu. Nehmen wir auch eine Stahlwand. Und es schneit. Herrlich. Könnte ich mich ja glatt heimisch fühlen. So, Red hat die Karte gesund verlassen. Dadurch hat sich die Beziehung zu den Spacern um 15% verbessert. Aus dieser Kolonie ist die nämlich wohl gekommen. Und die Forschung für die Kühlung des automatischen Gewehrs ist abgeschlossen. Was bringt uns das? Die feuern jetzt 4 Salven pro Schuss und nicht mehr 3 Salven. Ich frage mich, ob man die extra bauen muss oder ob die vorhandenen aufgerüstet werden. Ne, da werden die vorhandenen scheinbar einfach aufgerüstet. Und ich lasse die Zeit in dieser Folge auf jeden Fall über die meiste Zeit auf schnellen Vorlauf, damit es hier mit dem Ausbau vorangeht. Aber jetzt hat erstmal jemand schlechte Laune, und zwar Theresa. Warum hat die denn schlechte Laune? Die hat einen starken Vergnügungsmangel, die friert und ist sehr müde. Fühlt sich nicht gut, geteiltes Schlafzimmer, gut, das ist jetzt klar hier. Die soll erstmal reingehen, schlafen, dann ist das meiste wahrscheinlich hier schon weg. Ja, wenn die sich erst um 4 Uhr morgens hinlegt, beim besten Willen, das kann ich auch nicht ändern. Eingestellt ist ja für alle, das können wir auch nochmal eben bestätigen.
dass hier Schlafenszeit ist, ja. Also die hätte längst in der Koje liegen können. Ja, warum sie es nicht gemacht hat, vielleicht hatte sie noch einen weiten Laufweg von irgendwo. Kann ich auch nicht richtig nachvollziehen. Oh, hier oben ist der Teppich verlegt worden. Das ist ja auch hübsch jetzt. Plan war gerade alles um. Hatte ich nicht mehr daran gedacht, dass wir das so eingestellt hatten. Es ist auch wirklich kalt, also es ist minus 12 Grad, ja, und die haben jetzt auch nicht irgendwie spezielle Winterkleidung. Dreimal gestörter Schlaf. Ja, da ständig Leute durch mein Zimmer gelaufen sind. Ja, okay. Also kann ich nachvollziehen. Hätte ich auch keinen Bock drauf, ja. Nachts da irgendwelche Leute. Das ist jetzt hier eben durch diesen gemeinsamen Schlafbereich wieder so. Und die haben unterschiedliche Zeiten. Ja, Chung fängt schon früh an, hier rumzuhacken im Fels. Ist auch in Ordnung. Soll ja fertig werden. Ich kann es schon nachvollziehen. So. Wir schmeißen den ganzen Boden hier raus. Hier ist ja sonst ein freies Bett. Wir weisen dieses eine Bett jetzt mal der Theresa zu. Vielleicht kommt die dann mal in der nächsten Nacht hier etwas besser zur Ruhe. Und die lungert schon wieder bis 4 Uhr irgendwo rum, ja, also... Jetzt hat die schon furchtbare Laune. Ich kann's verstehen. Absoluter Vergnügungsmangel. Gut, wir müssen die Zeit doch nochmal eben kurz ein bisschen langsamer laufen lassen. Es gibt so Sachen, die man bauen kann, hier Billardtisch. Nur da haben wir im Moment echt keine Räumlichkeiten für. Das würde dem Vergnügen halt ein bisschen auf die Sprünge helfen. Jetzt müssen wir das einfach durchsetzen, dass hier erstmal zu Ende gebaut wird. Die Situation verbessert sich dann ja schlagartig. Chung, hier bitte mal die Wand zuerst zu Ende bauen. Wir haben hier nämlich jetzt einen Außenbereich geschaffen und mit einer sehr kalten Temperatur. Mach es. Halt. Das auch. Danke sehr. Jetzt haben wir eine Besuchergruppe. Zwei Leute von den Klerikern vom Berg besuchen uns wieder. Ja, die Grabearbeiten dauern doch länger, als ich dachte. Also im Grunde haben wir schon drei Räume, zwei Räume. Wir haben einen Raum schon fertig hier. Wir machen jetzt Folgendes. Einfach für eine schnelle... Damit die wenigstens wieder schnell wieder das Gefühl haben, dass sie in einem geschlossenen Raum schlafen. Stahltür ist in Ordnung und die kommt jetzt hier hin.
Dann müssen wir hier eine Wand einziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier muss eine Wand eingezogen werden. Dazu brauchen wir hier ein neues Bett. Hier brauchen wir ein Bett drin und wir haben einen Angriff. Eine Gruppe der Piraten der Torturgruppe sind in der Nähe, sie greifen direkt an. Hier handelt es sich auch um einen nur. Und der ist bewaffnet mit einer Klinge. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass die sich an unseren Geschützen aufreiben. Ich schätze, es wird diesmal auch wieder ähnlich sein. Das war's schon. Ist nicht tot, sondern bewusstlos. Das heißt, wir haben endlich mal wieder Gelegenheit, einen neuen Kolonisten zu gewinnen. Den werden wir jetzt ins Gefängnis stecken. Den werden wir auch gleich Zugang zur Medizin ermöglichen. Und freundliche Gespräche starten. Neue helfende Hände können wir immer gut gebrauchen. Ja, wir haben zurzeit keine Forschung. Das liegt daran, dass ich Koinicke einfach hier frei haben möchte, damit auch gebaut wird. Wisst ihr, was das mit der Tür sieht? Total bescheuert aus. Ganz ehrlich. Das sieht nicht halb so gut aus, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Das Regal abreißen. Das Bett abreißen. Die Heizung abreißen. Das Licht abreißen. Dann müssen wir auch noch, na, wo ist es hier? Das hier abbauen. Abbauen. Das. Ach, das ist eine Wand, die müssen wir abreißen. Okay. Habe ich das Bett jetzt da hingesetzt? Das war nicht gut geplant, ne? So, da dieser Raum eigentlich schon so gut wie fertig ist. Das Ganze nimmt echt mehr Zeit in Anspruch, als ich es mir vorgestellt habe. Und mir gefällt das mit der Tür nicht. Das sieht nicht schön aus. Also wir sparen zwar Türen, aber nö. Mag ich nicht. Wir werden einfach normale Türen setzen. Und keine Autotüren. Da haben wir auch Energie gespart. So, drei Räume sind fertig. Wir brauchen ein Bett. Noch ein Bett. Und hier muss erstmal noch eine ganze Menge abgerissen werden. Und zwar
das und das. Dann brauchen wir natürlich auch hier wieder ein Bett. Das können wir abreißen. Lampen am Eingang. Hier, hier und hier. Und selbstverständlich auch ein Stromkabel bis hier runter. Wir nehmen normale Türen. Hier, hier und hier. Sieht schöner aus. Ist einfach so. Temperatur. Wir wollen einen Heizkörper. Hier, hier und hier. Nee, den wollen wir lieber hier und hier und hier. Direkt neben dem Bett. Sieht nicht so gut aus. So. Geplant haben wir eine Menge. Umgesetzt ist noch nicht alles. Die zweite Seite fehlt noch komplett. Aber ich denke, ihr wisst, wo es ungefähr hingeht. Wir sind leider am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Ciao!